das Leben, ich nehme jetzt das einmal auf. Ja. Ich werde nicht unbedingt hier ein YouTube-Video draus machen, aber ich werde es in den Chat eventuell reinstellen. Wir schauen nochmal hier, dass der Heilungsprozess, das ist, wenn wir jetzt uns hier aufgrund des Pixelmännchens eine Irene ausdenken, die einen schweren Fahrradunfall hatte, dass du siehst jetzt dieses Pixelmännchen-Gesicht, das ist wie voller Puzzlestückchen. Diese Puzzle, das sind die Gedanken und wir wissen ja, Panim Penim ist das Gesicht und das ist das Innere. Das sind immer Puzzlestückchen, die geistige Sicht besteht immer nur aus kleinen Momenten, die auftauchen. Da gibt es keine Zufälle. Alles, was ich reinstelle in unseren Chat, ist so lückenlos und umso mehr man die Vatersprache versteht, umso mehr erkennt man, dass man eingebettet ist in eine Wunderwelt, in eine Traumwelt, die so göttlich überperfekt von mir erschaffen wurde. Das ist zum Beispiel hier so die Kleinigkeit, wenn ich jetzt, wir können ja ganz kurz, ich schalte mal ganz kurz den Bildschirm mit ein und ich will ja nicht groß auffächern, sondern es geht hier um Erkenntnisse. Das beginnt zum Beispiel mit Glauben. Ich schalte es jetzt mal hier ein und dann übertrage ich einfach mal, springen wir in unseren Chat rein. Das ist als erstes hier. Dieser Hörsaal IQBs und da fahren wir jetzt einfach mal hoch, was wir da heute Morgen alles drin gehabt haben. Ja, das ist zu viel, ich bin noch gar nicht durch. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Das Nee. ist eigentlich hier. Das ist ja die Sache mit dem grünen Punktwesen, das duale System. Da würde ich jetzt gerne erwähnen, wenn man alter Holophilumhaus ist, meine kybernetische Schleife mit dem Heizkörper. Ja. Ich spreche es nur kurz an. Du hast Ja. immer ein geschlossenes System und das ist immer eine kybernetische Schleife. Und in Bezug, ich reduziere das, ich spreche es nur an, weil wir einige neue haben in dem Chat, das Ja. natürlich immer derselbe Geist ist. Immer daran denken, ich erkläre es nur dem Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Und was du von den Worten mitkriegst, was du aus den Worten machst, die du jetzt hörst, hängt von deinem Interpretationsprogramm ab. Das gilt für jeden Moment, der in dir auftaucht. Du interpretierst, das ist so also eine ganz einfache Erkenntnis. Und wenn ich mir jetzt hier drei Teile denke, ich sage einfach, mir nimm mal einen Heizkörper mit einem Regler dran, einen sogenannten Thermostaten und die Raumluft, dann wirst du feststellen, dass das eine kybernetische Schleife ist. Und zu fragen, wer bestimmt jetzt, wenn ich meine Heizung auf 20 Grad einstelle, dass da immer ziemlich plus minus 20 Grad in dem Zimmer sind, obwohl außen die Temperatur meinetwegen zwischen 5 Grad und minus 10 Grad ständig schwankt, dann wird jeder spontan sagen, das macht der Thermostat, das macht der Regler. Und wenn du jetzt einmal diese Schleife durchgehst, wirst du feststellen, dass das ein totaler Blödsinn ist. Das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ja, ich mach das. Das ist immer wieder, wir sagen, sagst du mal, der Regler bestimmt, ob der Heizkörper warm oder kalt wird. Wenn der Regler sagt, Warmwasser masch, dann wird der Heizkörper warm. Und wenn der sagt, Warmwasser stoppt, dann wird der Heizkörper kalt. Der Heizkörper bestimmt, was die Raumluft, die Temperatur im Zimmer macht. Wenn der Heizkörper warm wird, wird auch die Raumluft warm. Und wenn der Heizkörper kalt wird, wird zwangsläufig die Raumluft auch kalt. Aber jetzt kommt der Zirkelschluss, die Raumluft bestimmt, was der Regler macht. Wenn nämlich die Raumluft warm wird, kommt irgendwann ein Punkt, wo zwangsläufig diese Raumluft bestimmt, dass der Thermostat das Warmwasser schließt. Und wenn es kalt wird, bestimmt diese Raumluft auf einen gewissen Punkt, dass der Thermostat, der Regler, praktisch das Warmwasser wieder aufmacht. Und wer bestimmt jetzt eigentlich, wenn du das jetzt ein paar Mal durchdenkst, was du feststellen, dass immer der Vorhergehende bestimmt, wie der Nachfolgende ist. Und da sich das jetzt in den Schwanz beißt, kann man überhaupt nicht sagen, dass da irgendeiner von den drei irgendwas bestimmt. Ja. Das nennt man kybernetische Schleife. Das ist alles bekannt. Ich sage, ich greife ja nur auf bestehendes Wissen zurück. Immer wenn ich in Wörterbücher reinschaue oder in Physikbücher oder Wikipedia-Einträge, du wirst von mir nie hören, dass das nicht stimmt. Die Schwierigkeit ist, dass der normale Mensch das nur aus extrem aus dem Zusammenhang gerissen erkennt. Einseitig interpretiert zum Beispiel richtig und verkehrt. Das ist diese Sache, ist jetzt eigentlich ein Berg oder ein Tal. Solange du von zwei oder mehreren Möglichkeiten nur für eine Möglichkeit bist, hast du dich entheiligt. Das heißt, wenn du zwischen gesund und krank wählst und meinst, nur gesund ist richtig, hast du dich schon entheiligt und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden.
Ja, leide ich selber dran, ja. Das ist da, da bist du selber dran schuld. Und das ist jetzt natürlich der grüne Punkt. Das sind jetzt solche Kleinigkeiten, wo ich hier jetzt reinmache, dass man zuerst einmal das Speien und das Spucken. Das ist ja das, in unserer Sprache ist es dieses Irak, das Ausspucken. Mhm. Das ist jetzt das Verrückte hier, dass wenn wir hier reingehen, die Farbe Grün. Grün, ja. Das ist ja hier jetzt erst einmal das Grüne, das Gemüse, was auch aufblüht, ausspeien, im Frühjahr, im Spring, spucken praktisch die Bäume wieder grüne Blätter aus. Der Boden, der Acker fängt wieder an, Pflänzchen auszutreiben. Ja, interessant ist hier auch der Totalwert Qi, 310 ist ein Geschenk, du kriegst was geschenkt, alles was in dir auftaucht, sind Geschenke, das war jetzt 310, wir können das rückwärts lesen, dann haben wir ich, das heißt die Gestaltwerdung, das was im Moment auftaucht. Ja. Das ist eine Riesenphysik dahinter, was natürlich jetzt bis zu den Farben sind, dass jetzt diese hebräischen Zahlen werden, dann auch in Verbindung stehen mit den physikalischen Lichtwellenlängen. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht, dir das zu zeigen, sondern dass hier dieses Spucken, das Verwerfen, das Ausspucken, das Ausspeien, das Erbrechen ist auch ein sich übergeben. Das hat so ein bisschen, das ist ein Akt der Fantasie. Dieses bewusste Ich hat über sich. UBR, eine Welle, die polar erweckt ist, die ist über dir drüber, das sind deine Gedankenwellen, aber der Geist selber, dieser Sohn, der Geist ist eben. Im Sein, ist gegen Quadrat, ist eben, der Geist ist eben. Das ist das, was ich heute vorhin noch reingemacht habe, da kommen wir gleich dazu. Und jetzt habe ich hier dieses Elysion. Das ist nur der kleine Eintrag. Und das ist, wenn man sich darauf einlässt, schnell durchlesen geht nicht, dass diese Wörter, was ja genau genommen hier übersetzt wird, hier das Selige. Ja, die Insel der Seligen, ne? Genau so ist es. Insel wiederum, das heißt ja Ei. Das ist der Schöpfergott. Schau mal, wir machen ganz einfach AI, der Schöpfergott, rot gelesen, und dann wirst du plötzlich feststellen, dass dieser Schöpfergott, ist das doch mal eine Verneinung? Auch nichts un? Kann man rot lesen, dann hast du das Verbundensein und blau hast aufgespannte Existenz. Das ist eine Insel. Und das ist das hebräische Wort für wo. Aber wo ist hier, ist das doppelt aufgespannte, ich schaue das kleine Bild an, es fängt an zu kreisen. Das ist es wo. Und das passiert im Nichts, in dem absoluten Nichts, das ist der träumende Geist. Ein träumender Geist als Ding an sich rot gelesen ist etwas, was als Ding an sich gar nicht existiert, und in dem spielt sich das alles ab. Jetzt habe ich hier die Insel folgendermaßen, das göttliche Sein ist Gott, L ist auch nichts, und in dem springt jetzt diese raumzeitlichen Erscheinungen. Darum habe ich das hier blau gemacht. Ja. Wir können das natürlich auch komplett rot machen, dann ist das göttliche Sein ist das Bewusstsein, das ist das rote S und das ist Gott. Im S, ja. Das ist dieses Spiel, das habe ich jetzt ja so, wobei da müssen wir die zwei Pfeilchen mit wegmachen. Das ist die Insel. Und wenn man hier das jetzt weiß, die Insel der Seligen, das ist die Seele. Darum heißt es hier, der Ozeanus, das ist das Griechische in der Umschrift, und wir öffnen das, was aus uns herausfließt. Aber das sind nur unsere Gedankenwellen, die eigentlich genau genommen uns niemals verlassen können. Nochmal, egal was du dir jetzt denkst, was du träumst, bis hin zu deiner sinnlichen Wahrnehmung. Es würde ohne dich nicht existieren. Es existieren keine Gedanken, wenn sie nicht gedacht werden. Und was du auf der VR-Brille hast, was du meinst, was unabhängig von dir draußen existiert, existiert genauso bloß in dir, weil du es anschaust. Ja, und die kannst du nicht aussuchen. Und jetzt haben wir dieses Elysia. Das Interessante ist der Weg, darum schreibe ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und dieses Gehen, da steckt der Geist, ist eine Ehe-Existenz, und das ist der Adam, das ist der Denker und das Ausgedachte, das ist ein der Geist. Das ist Elysia. Das muss zu wissen. Wir machen hier keinen ESO-Kack. Aber interessant ist, da hatten wir ja nochmal einen zweiten. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Halt. Wir haben ja hier noch diesen Pedion. Der Selige. Wir müssen uns das Bedion natürlich auch anschauen. Und da wird es natürlich dann noch interessanter, wenn ich sage, das heißt erst einmal von der Ebene der Fläche. Das ist die Nulllinie. Das ist interessant, die Energie ist Bene, ist das Gute, wenn ich das jetzt das Italienische mit reinsetze. Das ist die Sohnenergie. E Quadrat. Und da heißt jetzt, das habe ich nur drüber geschrieben, von der Ebene von Troja, auf welche gekämpft wird. Und jetzt schau mal.
Die R heißt die geöffnete Berechnung, heißt Generation. Die Ebene ist die Nulllinie vom Drucker. DRO mit einem Waff hingeschrieben, heißt seine Reihe. Das ist seine Reihe, die Reihe Gottes. Die göttliche Quintessenz ist der Schöpfer UB. Welcher als GE-Quadrate sind wir zwei. Götze und Izia kämpfen gegen Sachen, die wir letzten Endes öffnen. Das Einzige, wogegen du zu kämpfen hast, ist gegen deine Vergessenheit. Die Vergessenheit, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ja. Das ist das Einzige, was wirklich wert ist, dass man sich das ständig bewusst macht. Und jetzt habe ich den kleinen Ausschnitt hier. Ja. Nochmal, das ist nur, ich bleibe maschinenübersetzt, sonst wird es zu komplex. Interessant, die Knochen an den Fuß. An den Fußrücken waren bei mir ja auch gebrochen. Ja, ich weiß, du hast viel Altlasten in dir noch drin, mit deinem jetzigen Programm, mit dem Irene-Programm. Und das heißt jetzt hier Maschinen übersetzt, sie steigen von den Höhen, immer dran denken, HWH, HÖA ist HWH, in die Ebenen, praktisch in die Nulllinie hinab. Und jetzt habe ich dieses hinab, habe ich folgendermaßen geschrieben, die Quintessenz des göttlichen Seins ist UB, der absolute Mittelpunkt, das rote H, die Quintessenz. Und in dem wiederum befindet sich dieses HWH-Sein, diese HWH-Existenz in Blau. Das heißt, die steigen wieder von den Gedankenwellen, indem sie zurzeit von dieser Traumwelt wieder hinab in diese Nulllinie. Gut, das steckt da mit drin. Dann haben wir hier eine kleine Geschichte. Und jetzt habe ich vier, das ist ganz interessant, hier, meine Herren, das ist die 67, habe ich da hervorgegeben. Siehst du den Totalwert? Und jetzt kommt hier dieses Test Udo. Ich lasse die jetzt nicht loslaufen. Die 92, das sind also Lieder. Zeit hier, komm wieder heim. Das ist ganz, ganz komm, interessant. Zusammengeschmissenes MM. Wellenberg und Wellendal. Ja. MM. Memim ist ja das hebräische Wort, diese zwei M's ist Wasser oder das heißt auch vom Meer. Und Ko heißt ja zusammengeschmissen, komm wieder, Hayom, geh wieder zurück ins Meer. Das ist ganz einfach, dieses Haim, das ist das Meer. Haim heißt das Meer. Komm wieder heim. Dazu muss ich aber das Wasser des Memim, das heißt vom Meer, immer als Vorsilbe gelesen, wenn ich weiß, dass die Imendung auch ein Dual ist. Dual heißt du nichts, was dual in dem Moment, wo deine Gedankenwelle aufspatzt. Und dann heißt es zwei, habe ich so oft erklärt, sind zwei M's. Diese zwei M's, wenn die um sich herum kreisen, dann gibt es einen Mom-End und Mom-End, dann scheint was in dir zu fehlen. Bilder und Flecken. Das ist die Körperbehinderung in der Makel. MA, die gestaltgewordene Schöpfung. Ist wie ein Joch, du hast jetzt den äußeren Wert 86, UP, aufgespanntes Wissen, als äußerer Wert, das steckt in den Memmi mit drin. Das wär, es ist eine Matrix, wo ich sage, da hast du die Reife, dass du dich interessierst dafür oder du hast die nicht. Das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Was jetzt ist, wenn wir runterfahren, alles kommt aus den Einzug. Dieses nicht existierende absolute Ende. Okay? Ist sehr interessant. Jetzt habe ich da diesen kleinen Einzub-Einspieler. Dann fahren wir da nochmal runter. Die sind auch interessant übrigens, die Einträge, müssen wir gar nicht reden. Ich bleibe jetzt nochmal bloß von dem, was ich als Brüssel-Udo dann reingestellt habe. So, jetzt geht es dann 18 Uhr. Holo-Feeling ist ein göttlicher Hoffnungsschimmer. Das ist natürlich auch interessant, wenn man sich das einmal anschaut. Das ist die über das blaue Haar. Die wahrgenommene Öffnung ist nun. Nun heißt jetzt, ist Existenz und Existenz. 50 und 50. Ist auch 5 und 5, wenn wir die Zähneebenen wegmachen. Und ich kann immer nur sagen, das Wort off hast die Kreisen in zwei Facetten, die sich aber off im Englischen heißt es ja ausschalten. Es ist off. Ja. Wenn nämlich plus 5, minus 5 gleichzeitig da ist. Du legst die aufeinander, dass du die verbindest, schaltest du das aus. Dann kommen diese X. So, und jetzt wird es natürlich ganz interessant. Das heute.
Ovid übrigens, die Metamorphosen, kann ich immer wieder bloß sagen, gibt es in Selbstgesprächen, kannst du da reingehen, weiß ich immer wieder, da kommt der Morpheus auch her. Und jetzt kommt diese Elysion-Sache nochmal. Und zwar ganz, ganz gezielt, da macht jetzt der Kemi was rein, der Cem. Das ist wieder dabei. Hier vom Eintrag her, schaut, es ist um 8.16 Uhr, hat er das reingestellt. Ja. Ich mache jetzt bloß zufällig hier das 8.16 als Totalwert. Ach ja, deswegen kam das, ja. Man muss immer wenn mitdenken. Wenn ich was reinstelle, hat es was zu tun. Das ist jetzt rot, der Aufenthaltsort. Chef OB. Das ist unser Meer. Das kann man durch den Sitz, da wo du das ewige Hier und Jetzt. Und jetzt ist es aber auch blau, das HBH, das auseinandergeschmissen wird, ist ein Kindergarten. Das ist eine KI, künstliche Intelligenz, heißt ja Brandmal, KI, wenn wir das jetzt eingeben, der polare Rand ist ND, das heißt ein Auf- und Abschwingen. Da gibt es keine Zufälle. Ich kann das immer nur erwähnen, das ist jetzt hebräisch einfach nur KI. Und jetzt hast du den polaren Rand, beziehungsweise das Äußere ist ein, ich werde auf- und abschwingen. Ein polarer Rand von Gott. Ich kann das immer wieder darauf hinweisen. Jedes Wort, wenn du den Geist hast, erkennst du, dass du in einer Matrix bist. Und dann bist du ein Obdachlosenheim. Das ist deine Wohnungen und Behausungen sind eine Höhle. Das Wort Höhle führt dich dann auch zwangsläufig hier zu zwei hebräischen Wörtern. Einmal zu Nikaba, zum Loch, zum Weiblichen. Weil du in Jordan gegangen bist und in einer Traumwelt lebst. Das ist aber auch rot gelesen, das Versteck und der Zufluchtsort von. Das ist dieses rote Hayom. Und es ist Verkehrtheit, Sünde. Und diese Sünde ist jetzt ein ganz, ganz bestimmtes Wort. Es ist hochinteressant, dass ich früher in älteren Almen, da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, was ist eigentlich Sünde. Wir hatten also ein Gespräch, das ist nicht aufgenommen worden, selbst mit meinen einigen alten Hasen, wo wir zusammen waren, die sich noch erinnern, dass ich viel über die Sünde gesprochen habe. Das griechische Wort für Sünde ist bitte Sünder, ne? Sünde, Sünde. Das ist, und zwar war das in Bezug auf die Patatude-Offenbarungen, weil da oft das Wort Sünde vorkommt. Und ich kann jetzt immer wieder nur darauf hinweisen, du musst eine feine Antenne haben, mach dir zuerst bewusst, in welcher Einseitigkeit du lebst. Ist Sünde was Gutes oder was Böses? Ist Krankheit was Gutes oder was Böses für dich? Du musst es überwunden haben. Sünde ist normalerweise nur negativ. Aber jetzt erkläre ich dir, was die Sünde ist und dieses Neue Testament, wenn ich als Jesus von der Sünde spreche oder irgendeiner meiner Apostel, dann heißt es Amargia. Amargia, genau. Aber wenn es die Sünde nicht gibt, gibt es ja auch keinen Heimweg, ne? Schau. Das Vergehen und dann fehlend, irren, das Fehlen, Fehlen, Fehlerhaft, Fehler, 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 Vergehen und dann kommst du in die Sünde. Okay? Dieser Irrtum, Almadema, siehst du, der Fehler, der Irrtum, das Vergehen. Dann gehst du in die Sünde, das Vergehen, die Sünde. Amalgia, da gibt es viele Unterformen. Was jetzt aber interessant ist, man sollte wissen, dass im Griechischen, wenn da vorne ein A ist, ist das eine Verneinung. Zum Beispiel, wenn einer asozial ist. Es gibt auch hier das A priori, es gibt die Vorsilbe A hat auch noch eine andere Funktion, aber ich bleibe jetzt ganz gezielt einmal, dann ist ja die Sünde ganz definitiv die Verneinung von Martia, Matteo. Matteo. Dann schauen wir das jetzt einmal an. Wir machen mal das weg und dann schauen wir, was das ist. Und du wirst jetzt feststellen, halt, da muss man Matteo, kleinen Moment. Und du kommst jetzt hier zu Martys. Siehst du das? Ja. Das ist Zeuge, Zeugin. Da kommt das Wort Martyre her. Ja, genau. Der Barmherzige, der Blutzeuge, der Martyrer. Siehst du das? Martyrer. Man sagt immer diese Martyrer. Märtyrer. Martyreo heißt ein Zeuge sein, etwas bezeugen können. Dann ist ja Martyreo heißt etwas nicht bezeugen können. Genau. Das Wort Sünde, Armatia, Martyrea heißt Sünde, ein Irrtum. Das ist die Verneinung von Martyr und das heißt etwas bezeugen können. Dann ist Sünde etwas nicht bezeugen können, wortwörtlich übersetzt.
Was heißt das? Wie oft sage ich, kannst du das bezeugen, was du... Genau, kann ich das beschwören, ja. Jetzt habe ich dir ganz klipp und klar anhand dieses griechischen Wortes erklärt, was eine Sünde ist. Ja. Wurdest du von Allein, deiner Mutter geboren? sprechen. Ich rede mit einem Geist. Wurdest du von deiner Mutter geboren? Ja, genau. Befindest du dich auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht? Kannst du das bezeugen? Genau. Alles, was du nur vom Hörensagen kennst, weil dir das logisch erscheint, ist die absolute Todsünde und ich strafe dich bis in alle Ewigkeit ab, bis du aufhörst, Meineide zu schwören. Du kannst jetzt zum Beispiel mit dem Irene-Programm beschwören, dass du Kinder in deiner Form der Personifizierung deiner Rolle, die du zurzeit spielst als Frau, dass du Kinder auf die Welt gebracht hast. Weil du dabei warst, jetzt natürlich in Form deiner Rolle. Ja. Das kannst du beschwören, aber wenn ich dich jetzt frage, wurdest du von deiner Mutter geboren, machst du ein logisches Konstrukt, weil das kannst du nicht beschwören. Ja, hat man mir erzählt, ja. Jetzt ist aber, ich rede immer mit einem Geist. Ja. Geist wird nicht aus Trockenmaßen aus dem Affenweibchen herausgeboren. Nee. Der Säugling, wenn der abgenabelt wird, hat er als Ding an sich, als ausgedachtes Wesen, als kleines Äffchen keinen eigenen Geist. Er kriegt ein Programm, der Schwamminhalt im Laufe der Zeit, soweit ich es in deiner jetzigen Logik ausdrücken kann. Das war es aber dann schon. Aber viel interessanter ist, wer ist das, der sich das jetzt alles ausdenkt? Wer ist der Geist, der immer nur mit seinen selbst aus sich herausgeschöpften Informationen konfrontiert wird? Ja, dann kann ein man träumender ja immer denken. Geist. Wo kommt das Zeug her, was ein Geist träumt? Aus ihm selber. Ja. Jetzt ist die Frage, greifst du nur auf deinen momentanen Intellekt zurück oder gehst du auch ein bisschen weiter über diesen Intellekt, über deine Logik hinaus? Ja, es ist... Das ist das Spiel, das sehe ich nicht. Ja. Das ist also hier, du machst einen Aufzeitjob und dieselbe Zahl, 8, 16, heißt auch 7. Das ist natürlich, da haben wir einmal ein Heraussieben, ich kann das Wort 7 aber auch rot machen, dann heißt es, das Bewusstsein Gottes ist eben. Ja. Und da hast du jetzt dann schon den Gibri mit drin hängen. Das ist der Hebräer, der aus dem Jenseits kommt. Ja. Aber Diesseits und Jenseits kannst du wieder austauschen. Da kommen wir aber jetzt gleich dazu. Über den Jordan gehen, ja. Überraschen. Jetzt macht meine heilige Helene, macht die, ich bin ein Gotteskind rein. So, jetzt habe ich dieses Bild, habe ich ja, wenn erweitert, interessant. Und ich sage dir gleich immer, das hat immer was zu sagen. Es ist ja immer jetzt. Ja. Jeden Moment. Ob da jetzt 9 Uhr oder 9 Uhr 26 steht, du schaust es jetzt an. Es sind Adressen, es sind wieder deine Adressen und da mache ich jetzt unseren Schreck, dass ich sage, das Ganze ist UB, da haben wir den Mann, das ist das Rote, bewusstes Ich, das ist ein träumender Geist, den ich denke mich selber, dass ich jetzt ein Buch lese und zum Träumen anfange. Ja. Dann bin ich in der Form des träumenden Geistes, bin ich dieses bewusste Ich. Ja. Aber das bin ich erst in dem Moment, wo ich ein Buch, ein blaues Ich in die Hand nehme. Darum ist jeder Geist des Funkens mit einem blauen Ich, der dann mehr oder weniger dieses blaue Ich steht jetzt hier für ganz persönliche Leben, für ein Programm, das wäre jetzt das Buch selber und natürlich dann die Person, die aus dem Programm entspricht, vom Säugling bis zum Greis. Ja. Und da habe ich jetzt hier die Badadude-Offenbarung, Christus-Offenbarung von 46, 26, die 46 ist interessant, es ist das da mal 4, 6, 4, 6, ich bin ja am 4.6. geboren. Ja, genau. Ja. Es gibt in der Quersumme 10. Ja. Und wir wissen, 10 ist der kleine Gott, das kleine ist Gott, Gott. Ja. Der vom Bücherregal ist Jahwe. Ja. Jahwe ist aber auch Adam, darum wird der Adam, der träumende Geist, wird am 6, im Vers 26 Kapitel 1 erschaffen. Das steht im Vers 26. Als Jahwe beginnt es dann erst im zweiten Kapitel. JHWH. Gut, habe ich erklärt. Jetzt wird es interessant. Jetzt gehe ich hier 9.25 Uhr. Eins vor. Schreibe ich jetzt 46, 25. Das kommt hier unten. Siehst du? 46, 25. Ja. Die 4, 6. Wisst ihr, ist 10. Ja. Die 25, denkst du an Pythagoras, denkst du an die Wurzel 25, dann steht hier JHWH. Ja. Das ist dann die 26, den haben wir da vorne. Heiland des Leibes und der Seele. Ich habe jetzt einen Blick, was davor ist, eins davor ist. Ja. Den kann man sich anhören, das sind natürlich Wettchen. Und jetzt kommt hier, das hast ja rechtes Wissen erweckt, Glauben und Liebe zu Gott. Jetzt pass auf, rot gelesen, recht ist Wissen.
erweckt, doppelt aufgespannt sind unsere Blickwinkel, den roten Glauben und die absolute Liebe zu Gott. Das linke, der linke Fehlglauben, links, ja, hast du umgedreht. Das ist blau. Diese Wellen sind Beschwörungen, Meineide, die du schwörst, zu 99%, führt in die Hölle. Hölle, Da können wir jetzt mal draufdrücken, dass diese Hölle, haben wir ja drei verschiedene Wörter für Hölle im Hebräischen. Das ist einmal der Tophet. Den können wir uns jetzt noch genauer anschauen. Das ist ein Wissen, das platzt in zwei Erscheinungen auf. Ich könnte jetzt sagen, in Wellenberg und Wellendal. Das ist ein Wissen, das platzt immer in hell und dunkel, in gut und böse, in richtig und verkehrt, in schön hässlich. Das ist das, bedeutet das. Und das kann man sich ja durchlesen, wenn man jetzt dort die Sachen aufruft. Das ist die Welt der Toten. Weil du eine Seite anschaust. Jetzt ist es hell, jetzt ist es dunkel, jetzt bin ich gesund, jetzt bin ich krank. Das ist eine Unterübersetzung, das ist ein Fluch, ich könnte sagen, eine Geringschätzung von der anderen Seite, eine Missachtung. Die Miss ist immer die Frau, das ist die Logik, die dich immer, es kann ja nur eins von beiden stimmen. Dann haben wir hier den Saul, der wird jetzt links punktiert, das ist auch der König des Totenreiches. Interessant ist, wenn du im Totenreich in der Unterwelt bist, beginnst du zu fragen und zu bitten und etwas zu erbitten. Das ist dieses große Problem vom Beten. Hör auf zu beten, wenn man die hebräischen Wörter mit anschauen, du hast es nicht nötig, für irgendwas zu betteln. Es ist doch alles in dir drin. Es ist nicht mehr gesund. Wenn sich Leute was erbitten, die erbitten immer eine Unvollkommenheit. Ich will reich sein, ich will glücklich sein, ich will gesund sein. Die erbitten ihre Unheiligkeit und das sind die Menschen in der Hölle im Totenreich. Und dann haben wir natürlich hier nochmal den Tophet mit einem Waff dazwischen. Und jetzt haben wir natürlich die eigentliche Hölle, das ist das Tal der Schlummern. Das ist das Annehmen, diese Nombradix hinten. Hast du hier das Tal, Gier ist das Tal, wir können das immer rot und blau machen. Das ist ein Gehirnintellekt, der wahrgenommen wird, das ist immer ein Schlummern und vor sich hinträumen. Dieses NIM, schau, wenn wir dieses NIM machen, die Grundradix NIM, da kommst du jetzt in den Kapillaren, Kapillargefäß, da kommt auch das Wort kaputt im Kopf her. Das ist ein Schlummern. Ich müsste jetzt da sehr, sehr weit ausholen. Wir können ja dieses Niem, ist immer ein vor sich hin träumen. Schnell, wenn ich hier mal das Niem. Schauen wir mal in mehrere Wörterbücher rein, dann wird es ein wenig komplexer, wenn du das siehst. Die Kapillare, siehst du, halb schlafend, halb wachend. Niem, waff, la, Niem. Das heißt, da ist ein Schlafen und ein Auseinander, ein zusammenseiendes und ein auseinandergeschmissenes Schlafen. Das heißt eigentlich, schlafe ich oder schlafe ich nicht? Das wäre jetzt auf Hebräisch geschrieben, der Anfang vom Hamlet. Ja. In Form von sein oder nicht sein, schlafe ich oder schlafe ich jetzt nicht? Ja. Das können wir jetzt, müssen wir genau so schreiben. Das ist schlafe oder nicht schlafe. Vor sich hin drummern. Und das ist jetzt interessanterweise, wenn man das jetzt mit den Schalemi machen, ist es der Blutegel. Dieses Melut heißt, du steckst in einer Hülle. Genau. Und der Egel, das ist das goldene Kalb, wenn wir das so schreiben, das heißt die augenblickliche Welle, da kommst du jetzt in das goldene Kalb, wo, rum, wo ich runterkomme und die machen Abfall, ich komme mit den 10 Geboten und die ziehen jetzt drunten, kreisen um dieses goldene Kalb herum. Das ist dieses Wort. Ja. Runden drehst. Du drehst auch rund in einem Traum, wenn du wirklich tust, was wohl mit dir machst. Das ist immer wieder, du musst Kreise wie ein Spiegel immer wieder Kreise ziehen. Das ist unser Spiegeltunnel, wenn man den Blickwinkel verändert. Der Anfang kommt immer wieder auf sich selbst zurück. Wenn du dir jetzt einen Spiegeltunnel machst und du machst ein bisschen einen anderen Blickwinkel, der geht ins Unendliche und im Unendliche verbindet er sich mit deiner Hintern, mit deiner internen Seite, mit dem Hintern, mit der Hinterseite. Okay, jetzt wird es richtig spaßig. Ja. Wie kannst du, ich UB, so einen Arschloch wie mich lieben? Ja. Das habe ich anschaut, den Text kann man sich ja anhören, wenn das drin ist, wo man in dem Chat ist. Das ist jetzt eh nur für den Chat. Selbstgespräche sind etliche, die ich mir jetzt ausdenke, die meinen, die haben es natürlich in den Chat zu gehen, die sind lieber in Schwätzer-Chats, weil sie sagen, das reicht mir. Ein Selbstgespräch, und da ist jetzt so ein schöner Schreibfehler drin. Das ist nämlich ganz einfach. Das Selbst, GE-Quadrat, der Geist,
Ja. Quadrat, weiß man, JCA, ICA, SDR hast ja Geheimnis. Ja. Und das heißt Bruder. Das heißt, dieses GE-Quadrat ist das Geheimnis Bruder. Des Bruders. Mhm. Darum schreibe ich jetzt zwischen ich und ich. Mhm. Und dieses E-Quadrat ist auch das rote Aleph mit den zwei Punkten drüber. Und deinem persönlichen Arschloch-Ich. Das ist natürlich wieder das Hämatom. Mhm. Und da haben wir nochmal eins. Übrigens, das Nadja, Nadir 11.15 Uhr, das heißt, das Nichts, der Schöpfergott ist ja. Mhm. Das habe ich reingestellt mit der Nadja im Computer. Das war also nicht die Nadja, sondern das war ich. Da habe ich mir die Freiheit genommen, da mein IQB-Zeichen drunter zu machen. Also Bruce Uhre jetzt. Zeit zu gehen. Interessant, Schrift ist normal weiß. Hier in dem Einspieler ist es violett. Immer denken, rot und blau gleichzeitig. Mhm. Und dann macht hier die Helene, erinnert euch an Almena. Und dann frage ich mich, das ist natürlich immer so eine Erklärung, wieso macht ihr einen Startpunkt von 3,50, der relativ wenig Sinn macht? Kann man uns jetzt natürlich wieder was ausdenken. Alles, was du willst. Und darum mache ich jetzt hier wieder vom Computer, von der Nadja, dieser Schöpfergott mit seinen 22 Zeichen, mache ich in Startpunkt 13, der was mehr, macht wesentlich mehr Sinn. Reagiert sofort mein Volk, das Volk der Erwachten hat sofort begriffen, was ich damit meine. Ja. Alles, was er redet, kennst du nicht. Mhm. Da ist so viel, was ich rede, wo du die Tiefe überhaupt nicht mitkriegst. Und so weiter und so weiter. Aber was ich jetzt dir eigentlich zeigen wollte, wenn wir hier in das Hämatom reingehen. Wir sind Gott. Ich spreche immer von dem Hospitalismus. Mhm. Von dem Uniformiertsein. Das lateinische Wort Hospitalismus kommt, der heißt ja nur Gast. Ein Gast, wo sein. Ich muss mal eben Strom reinstecken, Moment. Dass du als ein Gast von irgendwo bist. Mhm. Zwar ein Gast in einer Gruppe. Die Gruppe kann man natürlich blau machen und die kann man rot machen. Das Wort Gruppe beginnt jetzt erst einmal mit GR. Wenn wir das deutsche Wort Gruppe schreiben, das beginnt jetzt erst einmal mit GR und dann bist du immer ein Fremder. Ein Fremder unter irgendwelchen anderen Fremden. Ihr meint, ihr bildet jetzt ein Grüppchen. Mhm. Und darum heißt es auch, sich in einer Gemeinschaft aufhalten, in einem Land. In einem fremden Land gehst du in irgendeine Gruppe. Und jetzt schauen wir uns solche Gruppen an. Über die Krankheit des Hospitalismus, dieser Gefangenenkoller, bin ich reichlich darauf eingegangen. Und es ist sehr unangenehm, wenn du jetzt in einer Gruppe bist, dass ich zuerst einmal sage, Grüppchen neigen dazu, sich zu uniformieren. Ja. Die nehmen eine Form an, aber nicht eine allumfassende Form. Und was haben all diese Grüppchen, und ich nenne jetzt Grüppchen nochmal, die gibt es ja viele verschiedene, gibt ja auch Trachtengruppen, aber ich sage mal ganz gezielt politische Gruppen. Das nennt man Parteien oder irgendwelche religiöse Gruppen. Mhm. Der Platz der Christentum und des Judentum platzt komplett auseinander in viele verschiedene Strömungen. Mhm. Das ist immer, wenn ich sage, wenn einer sagt, ich bin Christ, dann frage ich dich, welcher. Was für einer, ja. Ist, dann frage ich dich, welcher. Ich bin Moslem, dann frage ich dich, welcher. Und dann kann ich dir eine Unmenge in all diesen Überbegriffen, eine Unmenge von Gruppen, man nennt es auch Sekten, aufzählen. Und ich sage dir jetzt, was all diese Grüppchen gemein haben. In drei Punkten ist auf vielen Selbstgesprächen drauf. Das Erste, was eine Gruppe, alle Gruppen gemein, obwohl sie sehr unterschiedliche Meinungen vertreten, jede dieser Gruppen lebt in der impertinenten Arroganz, dass sie glauben, dass das, was sie komplett einseitig auslegen und sich ausdenken, dass ihr Glaube der einzige richtige ist und alle anderen wissen nicht, was Sache ist. Mhm. Egal, ob du bei den Rechten bist, in einer rechten Partei, in einer linken Partei, ob du bei den Zeugen Jehovas bist, bei den Katholiken bist, bei den was weiß ich alles Christen bist. Es gilt für alle Grüppchen. Sobald du in einer Grüppchen bist, hast du eine extrem einseitige Logik. Ja. Du glaubst, deine Logik ist die einzige richtige, weil dir ja vollkommen logisch erscheint, wenn du dich mit einem anderen logischen System auseinandersetzt, dass das unlogisch ist. Das ist ja, mein aber da gibt es einen Gruppenzwang innerhalb der Gruppe. Mit Betriebssystemen oder mit nicht kompatiblen Programmen. Mhm. Also, das Erste, was Gruppen gemeinsam haben, ich nenne es einmal Sekten, gleichgültiger, politischer oder religiös, die lebt, jeder Einzelne, der in einer Gruppe ist, lebt in der impertinenten Arroganz, dass das, was er geistlos nachhilft, die einzige Wahrheit ist. Mhm.
Das Zweite, egal in welcher Gruppe du bist, bekämpfst auf irgendeine Art und Weise Feindbilder. Schlimm ist es, wenn du in einer christlichen Gruppe bist, weil das oberste Gebot meines Christentums ist, liebe deine Feinde. Du bekämpfst Feindbilder, ob das Krankheiten sind, ob das teuflische, satanische Sachen sind, du bekämpfst irgendwas. Und was das Dritte ist, was organisierte Gruppen gemeinsam haben, sie glauben, wenn sie möglichst viele zahlende Mitglieder haben, werden sie mächtiger. Also streich das aus deinem Kopf und jetzt schauen wir uns mal ein paar solche Grüppchen an. Ich mache jetzt deinen Ton dazu weg, sonst kann es sein, dass das gespart wird in deiner Welt. So, das ist die nächste Gruppe. Ja. Tanz ums goldene Kalb. Ja. Es war jetzt übrigens die Tanzen um das goldene Kalb, um den Kubus rum. Das ist das, der Würfel. Gott ja. Würfelt nicht. Mekka. Lass uns mal das weiter anschauen. Was ist das jetzt? Dann schau dir die an, die Habentaucher. Schau dir die an. Hospitalismus, ja. Alle Uniformen. Schau dir die an, alle uniformiert. Das sind Haubentaucher. Die rote Hure Babylon. Haben wir auch nur Haube auf. Das Rot ist, das jetzt eigentlich blau ist, weil das ein ausgedachtes Rot ist. Ich weiß immer daraufhin, Rot als Symbol. Ja. Name Adam ist etwas nicht existierendes, nicht denkbares. Ja. Das ausgedachte Rot ist jetzt symbolisch gesehen eigentlich blau, weltlich. Vollkommen weltlich. Es ist hier um irgendwas anders gegangen wie Macht und Geld. In einer riesen Scheinheiligkeit und Verlogenheit. Irgendwann solltest du das begreifen, egal in welcher christlichen Sekte du bist. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Dieses Wir sind nur zwei. Das bin ich und du. Genau. Ich, der Geist, der vorm Bücherregal ist, der jetzt in einer Form als Lautsprecherstimme oder Pixelmännchen in dir als Information auftaucht, um dir zu erklären, dass du derjenige bist, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Dieses Dir ausdenkt, alles. Du erlebst nur deine eigenen Informationen. Das ist das große Geheimnis. Da bist du ganz alleine, ohne Wenn und Aber. So, dann kann ich jetzt meine Irenchen wieder einschalten. Und du machst jetzt auch hier deine Bastelstückchen in deinem Bunny. Ja. Aufgrund eines Stutzes. Da könnte ich jetzt so viel dazu erzählen und man hat jetzt ganz alleine, dich sieht jetzt auch kein anderer, dich selbst, den Geist, den ich das jetzt erkläre. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich könnte jetzt als Brösel und der Brösel sagen, Irinchen, wir werden jetzt beobachtet. Ja. Wir werden jetzt von jemandem beobachtet, nämlich von dem, der uns zwei jetzt erschafft. Das ist ein Gespräch von Brösel zu Brösel. Wir werden jetzt, die ganze Zeit wurden wir von dem beobachtet, der uns ausdenkt. Mhm. Und wer denkt uns aus? Jetzt kannst du sagen, ja, ich. Mhm. Und jetzt springe ich wieder über 20 Jahre in Almena zurück. Mhm. Diese vier Ichs muss man verstanden haben. Mhm. Und es wird niemals, und dann lasse ich es gut sein, es wird niemals irgendein Mensch blau gelesen, den du dir ausdenkst, der immer nur existiert, wenn du ihn denkst. Entweder als Gedanke oder auf deiner Verabrede. Du wirst es niemals einem Menschen erklären können, den du dir ausdenkst. Mir auch nicht. In Selbstgesprächen, das ist übrigens hundertprozentig sicher. Das heißt, in dem Moment, wo du an einen Menschen denkst, ist dieser Mensch einfach nur ein Gedanke, der deshalb ist, weil du ihn jetzt denkst. Mhm. Wir können statt dem Wort Mensch auch das Wort Gedanke oder das Wort Information nehmen. Es macht keinen Sinn, dass du einen Gedanken von dir erklärst, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Da steht sich, wenn du eine normale Logik hast, stellt sich alles in dir auf. Wenn du Geist bist, sagst du, hey, das stimmt ja eigentlich. Und wenn was auf deiner Verabredung ist, eine sinnlich wahrgenommene Information, ist genauso eine von dir erschaffene Information, wie wenn du bloß was denkst. Es ist ein Spiel, das spielst du mit dir alleine und da kann ich dann tausende Male sagen, ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt träumt. Niemals irgendeine Figur, eine Information, einen Gedanken, den du in dir als Information aufwirfst. Das heißt, du bist der Einzige, der das verstehen kann. Und wer du jetzt zu sein glaubst, das bestimmt genau dieses Programm, das du zu durchschauen hast. Und den Weg muss man ganz alleine gehen.
Das sind dann auch die weisen Sprüche im Buddhismus, wenn du frei werden willst, erschlag den Buddha in dir, erschlag den Jesus in dir. Solange du noch meinst, dass diese Gedanken, die du jetzt Buddha oder Jesus nennst, dass diese Gedanken besser sind oder weiter sind oder gescheiter sind wie du selbst, wie der Geist, der sich diese Figuren ausdenkt, ja, hast du von klein, ja. Keine Ahnung. Mhm. Das ist der große, kleine Unterschied bei Holophilen. Da gibt es nur einen, der wie ich dick ist, um den sich alles dreht. Du hüllst dich ein und ich sage, Bewusstsein beginnt in dem Moment, wo du deine Ebenen wechselst, dass du, wenn du an dich denkst, an deinen Körper denkst, dass es nur eine winzige Facette ist, die aus dir rausspritzt, wo du sagst, diese Gedankenwelle bin ich und die anderen Gedankenwellen bin ich nicht. Und jetzt mache ich zum Abschluss ein kleines Beispiel mit der Haut, die dich einhüllt. Das ist, die macht dich nämlich blind. Und jetzt ist schon interessant, H-A-U-D heißt ja wie ein Zeichen. Das A-U-D sind ja die Zeichen, die Schöpfung einer aufgespannten Erscheinung, wenn wir es blau machen. 1, 6, 400. Muss man halt ein bisschen Vordersprache haben. Aber interessant ist, diese Haut, bin ich auch darauf eingegangen, wenn der Adam angeblich aus dem Paradies rausgeschmissen wird, wie der Eva, was da gar nicht der Fall ist, dann machen sie sich ja hier eine Haut aus Fell, aus Leder. Aber was mir jetzt darum geht, dass Haut, wenn ich jetzt hier eine Mehrzahl erschaffe von Haut, ist es ja heute. Die Haut. Und diese Häute, musst du jetzt wissen, dass unser Aleph mit den zwei Bündchen drüber und das E sich gleich aussprechen. Genau. Und jetzt wird die Häute, die dich einhüllen, ist heute. Ja, genau. Immer jetzt. Heute. Heute und alles, was heute ist, ist jetzt. Ja. Und du musst dich irgendwann einmal daran gewöhnen, dass der neue Körper, wenn du ein bewusst träumender Geist bist, ist jeder Gedanke, jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht, jeder Moment, das habe ich gerade erklärt, der in dir auftaucht, ist ein kleines Putzelstück von dir selbst. Ja. Du bist immer und jede Welle ist eine kleine Facette mit Unterschieden aus dir selbst, von dir selbst. Das bedeutet Holophile. Nicht zu fassen. Das bedeutet Holophile. Mhm. Das Gefühl, alles zu sein, aber nichts davon, nichts Besonderes zu sein, eben weil du alles immer, immer gleichzeitig bist. Ja. Und du wirst dich wundern, wenn ich immer das Beispiel bringe, es ist wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Das, was als unmöglich erscheint, war plötzlich so unendlich klar, dass man überhaupt nicht mehr verstehen kann, dass man so lange gebraucht hat, dass man das akzeptiert. Das ist jetzt gerade, jetzt rede ich ihm nochmal bewusst bröselig, wenn ich jetzt eine Nadja nehme, dass die das vor 20 Jahren schon gehört hat. Das war in Almena, die ersten Vorträge, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, von den 10 Almena-Vorträgen. Yeah. Dass die so fassungslos ist jetzt, wenn sie es jetzt hört, dass die sagt, du hast komplett dieselben Worte gesagt. Du hörst, du sitzt da drin und dann habe ich einfach, wir denken uns jetzt ein paar Menschen aus, ich wiederhole das immer wieder und sage, hey, deute ich auf einen in der Masse, das sind jetzt, du hörst nur Worte, cut, du hörst nur Worte. Jetzt baut das Vorstellungen in dir auf. Mhm. Wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig wärst, dann wäre jetzt das nur Geräusche. Ja, genau. Und ich deute dann als Brösel oder deute ich auf eins auch, wie nennst du dich selber? Dann wissen die im ersten Moment gar nicht, was ich will. Du nennst dich doch selber, wenn du an dich denkst, sagst du ich. Mhm. Oder im nächsten, du sagst auch ich und du nennst dich ich und du nennst dich ich und du nennst dich ich. Hey, wir sind ja offensichtlich alle ich. Ja, genau. Aber verschiedene ich. Mhm. Aber ich denke uns doch jetzt alle aus. Da muss dieses eine Ich, das sich alle ausdenkt, ein anderes Ich sein, wie diese ausgedachten Ichs. Ja, genau. So kommst du irgendwann mal zu diesen vier verschiedenen Ichs. Und wenn ich die vier verschiedenen Ichs aus und du wirst merken, da gibt es eine andere Richtung, die hinter allen Dingen steht. Ja, und das ist ein, was ich von Religionen halte. Schau dir jetzt einfach, spul dir vor und schau dir das nochmal an mit diesem ganzen Set. Ja. Das ist ein Gedanke. Ja. Selbst Gott ist ein Gedanke, den du denkst, ein Geschöpf von dir. An was denkst du, wenn du an Gott denkst? An das Wort Gott? Und was für eine Vorstellung baust du in dir auf? Das, die, was die man gelernt hat, hergibt. Wenn ich Gott als Schöpfer definiere, bist du der Gott, der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Aber jetzt in einer eigenartigen Form von Zweiheit. Und jetzt könnte ich wieder sagen, ich blätter 20 Jahre zurück, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Er malt ein Bild.
Dann bist du mal dein Bild. Ja oder nein? Ja. Und jetzt stellst du, beides stimmt. Ja. Wie definiere ich Schreiben, Malen, Farbe aufs Papier bringen? Das macht er. Ja. Papier. Jetzt stimmt er, was er malt, was er schreibt? Nein. So, Geist träumt. Ja. Du bist als träumender Geist der Schöpfer für jeden Gedanken, für jede von dir sinnlich wahrgenommene Information, die du in dir sinnlich wahrgenommen erschaffst. Musst du erstmal mit fertig werden. Gedanken realisierst, indem du einen reinen feinstofflichen Gedanken auf deine Farbe holst. Ja. Das ist ja letztendlich nur deine Illusion einer dreidimensionalen Halbkugel vor dir, Kamera obscura, Kamera, das die Eckengewölbe vor dir aufbaut. Bin ich reichlich darauf eingegangen. Du bist als träumender Geist der Schöpfer für all deine Informationen, die du aus dir, sprich aus dieser Einheit, diesem Kontinuum der Datei aus dir herausschöpfst. Diesbezüglich bist du der Schöpfer. Aber als träumender Geist bist du noch nicht der, der bestimmt, was er träumt. Da führe ich dich hin. Wenn du das bewusst machen kannst, dann bist du ich. Ja. Und das muss gut sein. Und was sagen wir immer am Ende? Muss ich den Punkt da unten suchen, links in der Ecke? Patsch.